Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen. Ich habe das Gerät gerade aufgeladen, unser Alcatel One Touch Scribe HD. Und immer wenn ich das Gerät voll aufgeladen habe und gerade erst runternehme, wisst ihr wahrscheinlich schon, was das heißt. Wir machen wieder einen Battery Performance Test und gucken, wie viele Punkte wir in dem AnTuTu Battery Test erreichen. Der lässt das Gerät nämlich zu 100% aus, also die CPU. Und dabei volle Helligkeit, die werde ich jetzt nochmal eben nachprüfen. Nein, das war der falsche. Ich sollte neben das Display schielen, wenn ich hier irgendwas bediene. So, Helligkeit stellen wir auf Maximum. Und dann geht's auch schon gleich los mit dem Battery Test. Wir fangen aber direkt an. Jetzt sind wir allerdings schon direkt auf 99% gefallen. Soll sich weiter stören, das reicht uns auch. Das kann ein paar Stunden dauern, sagt er uns hier, das wissen wir inzwischen. Ich werde mich einfach mit den Zwischenständen dann wieder melden und dann abschließend das Ergebnis und dann sehen wir, wie gut die Akku-Performance des Alcatel One Touch Scribe HD so ist. Bis gleich. Tja, Leute, ihr könnt sehen, ich habe den Test hier abgebrochen. Er hat den Grund, dass sich die CPU maximal zu 33% auslasten ließ hier vom AnTuTu-Tester und damit quasi schummelt. Und ihr wisst das, wie in der Prüfung ist, wer schummelt, kriegt eine 6. Und deswegen werte ich das hier einfach auch mal mit einer 6. Also setzen 6. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe aber geguckt in Einstellungen, ob ich irgendwo was ändern könnte, ob der Energiesparmodus irgendwas anders ist, aber anscheinend lässt das Alcatel nicht zu, dass ich vermute einfach mal, dass nur ein Prozessor angesteuert wird, der dann alles machen darf. Ich kann das hier ganz kurz nochmal machen. Und dann könnt ihr es gleich direkt sehen, weil der müsste eigentlich direkt auf 100% hochgehen oder auf 99%. Aber irgendwas scheint da einfach die App zu beschränken und ihr nicht vollen Zugriff auf den Prozessor zu geben, sodass er die voll auslasten kann. Und das ist einfach Mogelei. Und dann wäre das Ergebnis hier nicht repräsentativ. Deswegen ist das hier Auserwertung und ich teste das gar nicht erst zu Ende. Ja, es hatte mich schon gewundert, als ich mal kurz drauf geschielt habe zwischendurch, da habe ich nicht auf die CPU-Auslastung geguckt, sondern einfach nur wie viel Zeit. Da war schon über eine Stunde vorbei und es war eigentlich noch nicht mal bei Part 1 angekommen, was doch schon sehr ungewöhnlich war und das hatte ich auch nicht erwartet unbedingt, dass der Akku so lange hält. Aufgrund des großen Displays vor allem auch. Ja, ihr könnt das sehen, hier 31% haben wir jetzt, also höher als 33% geht er nie. Und diese ist sogar 33%, ja, hat an dieser Stelle dieser Test keinen Sinn. Tut mir leid, ich hätte ihn euch gerne jetzt hier gezeigt, das Ergebnis präsentiert. Aber damit fällt das hier aus der Wertung raus und kann nicht bewertet werden von mir. Würde ich einfach sagen, weil gleiche Testbedingungen für alle, sage ich. Also ihr könnt, wenn euch das trotzdem gefallen hat, dass ich euch das hier mal kurz gezeigt habe, dass er hier bescheißt, würde ich mich über einen Daumen rauf freuen. Ansonsten, ja, tut es mir leid, wenn ich eure Zeit damit verschwendet habe und ich hier kein Ergebnis liefern kann, aber das liegt definitiv am Gerät, nicht an mir. Es tut mir leid. Ja, nichtsdestotrotz, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Dieses dürfte dann in Gaming-Video wahrscheinlich wieder online kommen oder ein Assembler-Video, die ich jetzt bei dem schönen Wetter auch nochmal drehen möchte. Das, wie gesagt, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr mir gerade zugeguckt habt. Danke fürs Zusehen. Macht's gut.